Neben ihm geht ins Rennen Farin Megger, die 45 der heute Vormittag wieder nach vorne gefahren ist, nachdem es gestern nicht so richtig bei ihm gelaufen ist. Ein hervorragender dritter Platz in diesem zweiten Lauf. Den hat Markus Neugebauer, die Startnummer 22, rausgefahren. Und als Vierter geht in diesen Lauf Raphael Balzer. Nikita Gente, die Startnummer 26. Und Valentin Gluss mit der 11 teilen sich dann die dritte Startreihe für diesen dritten Lauf. In der vierten Startreihe sehen wir mit der 27 Maurice Bechtel und Alessio Ivan Ladan die 42. Jonas Ungnader die 16 und Fabrice Weber die 13, dann in der fünften Startreihe und in der sechsten Startreihe die 81 Enrico Förderer, der Pechvogel von Lauf Nummer 2, der gestern noch den ersten Wertungslauf gewinnen konnte, geht jetzt als Elfter aus der sechsten Startreihe in Lauf 2 und neben ihm ebenfalls einer der Pechvögel des zweiten Laufes, Mats-Johann Oberhof, die 55. Finn Grube, die 31 und die 33, Daniel Pauls, teilen sich die siebte Startreihe und aus der achten Startreihe rollt Austin Lee die Startnummer 14 an den Start. Und auch hier wieder 9 Minuten und dann die finale Runde in diesem dritten Lauf. Wieder geht es um 25 Punkte in der Meisterschaft. Ja, und die Frage ist natürlich, Enrico Förderer, der gestern sich ein heißes Duell gegen Moritz Schmeiß geliefert hat und dann auf den letzten Metern noch den Sieg herausfahren konnte, hatte heute Vormittag in Lauf 2 Probleme und dementsprechend ist er auf Platz 11 zurückgefallen. Wie sieht es in diesem zweiten Lauf des Tages, dritten Lauf des Wochenendes und neunter Lauf des Jahres dann für ihn aus? Hier kommt das Feld zum Start gerollt. Und wieder ist es Moritz Schmeiß mit dem besten Start und hinter ihn setzt sich sofort Nikita Gense erstmal fest. Dann Neugebauer auf Platz 3, wird aber schon wieder angegriffen von Farin Megger, der als Führender hierher nach Genk gereist war. Gestern ein 9. Platz für ihn, damit die Führung erstmal aufgeben musste. Und Moritz Schmeiß drauf und dran, wie bereits in Wackersdorf, mit einem Dreifachsieg dieses Wochenende zu beenden. In Wackersdorf hat er dieses Kunststück ebenfalls hingerichtet bei der letzten Veranstaltung, als er alle 3 Läufe gewinnen konnte und dann 75 Punkte auf seinen Heimkonto bekommen hat. Der Moritz Schmeiß, der 2015 den ADAC Kart Cup gewinnen konnte, im letzten Jahr in dieser Klasse hier Vierter geworden ist bei den Mikros. Oh, Neugebauer weit rausgekommen und dadurch 2 Plätze verloren. Da ist innen durchgegangen der Nikita Gente. Der Farin Megger ebenfalls noch mit durchgegangen und damit Farin Megger wieder auf Platz 3 zurück hinter Nikita Gense. Neugebauer versucht sich diesen Platz nochmal zu holen, aber dann ist sofort der Raphael Balzer da und auch er versucht natürlich wieder das auszunutzen und diesen Platz gut zu machen, aber dann kommt Enrico Förderer neben Balzer und setzt sich hinter Neugebauer erstmal fest. Also Enrico Förderer, er hat den Rhythmus für diese Strecke wieder gefunden, indem er im Moment auf Platz 5 unterwegs ist, als Elfter an den Start gegangen. Ja, wie weit kann sich Enrico Förderer noch
nach vorne arbeiten in diesem Laufen. Was passiert vorne? Vorne ist wieder Moritz Schmeiß weit weg, aber Nikita Gänse und Farin Megger im Zweikampf um Platz 2. Wieder macht sich hier Nikita Gänse auf der Gegenseite ganz breit, ganz groß, so gut es eben geht. Er muss natürlich dann überlegen, wie er in diese Rechts-Links-Rechts-Kombination nach der Gegengerade einbiegt. Und immer wieder ist es Nikita Gänse dann auch, der sich umdreht, der hinter sich schaut. Gänse, der im letzten Jahr Zehnter in der Mikroklasse geworden ist. Der 10-jährige Wuppertaler auf Platz 2 unterwegs. Farin Megger möchte natürlich nach vorne, möchte eventuell auch noch die Lücke zufahren zu Moritz Schmeiß. Die ist groß in der Zwischenzeit. Jetzt schon wieder nach 3 gefahrenen Runden 2,2 Sekunden der Abstand zwischen Schmeiß und Gänse. Aber das ist natürlich den Angriffen von Farin Megger geschuldet, der jetzt außen versucht vorbeizugehen an Nikita Gänse. Und wieder klappt es nicht. Da geht es wieder rein in die Schikane. Und Farin Megger muss sich wieder dahinter einsortieren. Und hinter diesen beiden ein weiterer Zweikampf zwischen dem Markus Neugebauer und Enrico Förderer um die Plätze 4 und 5. Und da ist auch der Raphael Balzer noch so ein bisschen zumindest involviert in das Ganze. Auf der Start- und Zielgerade legt sich Gänse aufs Lenkrad, will aerodynamisch sein, will mit viel Schwung in die nächste Runde gehen. Farin Megger, der bleibt dagegen ganz ruhig sitzen und denkt sich nicht viel dabei und wartet einfach nur auf seine Chance, die kommen soll, kommen wird. Aber jetzt wird es langsam Zeit, sich nach hinten zu orientieren. Denn Enrico Förderer ist vorbeigegangen an Markus Neugebauer und sitzt jetzt im Nacken von Farin Megger erstmal fest. Der dritte der Mikroklasse des letzten Jahres, jetzt also auf Platz 4. Und er wartet ja jetzt nur drauf, dass Farin Megger die Lücke aufreißt, die er braucht, um vorbeiziehen zu können. Und ich könnte mir vorstellen, draußen, da steht der Betreuer von Farin Megger, der jetzt an Nikita Gänse vorbei ist. Und auch Enrico Förderer zieht da nochmal mit. Und dann wird es ganz eng in der ersten Kurve. Und dann ist es wieder Nikita Gänse, der vorne bleibt. Aber Enrico Förderer ist vorbei an Farin Megger und damit Platz 3 jetzt für den Enrico Förderer, der Leuteroder. Gegengerade wieder nebeneinander und dann kommt von hinten Farin Megger, übernimmt Platz 2 vor Enrico Förderer und dann Markus Neugebauer auf Platz 4 nach vorne gegangen, Nikita Gänse zurückgefallen auf den 5. Platz und er hat auch ein bisschen den Anschluss an diese 3 dort vorne verloren. Hinter ihm der Raphael Balzer, der wartet jetzt natürlich drauf, dass er auch noch vorbeigehen kann an Nikita Gänse. Setzt jetzt bei der Einfahrt zur Start- und Zielgeraden an. Raphael Balzer aber kommt nicht vorbei, vielleicht am Ende der Start- und Zielgeraden. Aber am Ende der Start- und Zielgeraden muss auch Enrico Förderer aufpassen, dass da Markus Neugebauer nicht noch an ihm vorbeigeht. Das wäre natürlich für Förderer sehr schade. Jetzt hat er sich von Platz 11 auf Platz 3 nach vorne gearbeitet, könnte auch noch Platz 2 erreichen. Und dann kommt Markus Neugebauer ganz locker und würde an ihm vorbeigehen. Noch hat er es nicht geschafft. Im Gegenteil, er hat den Anschluss ein bisschen verloren an die beiden. Hat auf der Gegengerade eine andere Linie gefahren. Dreht sich jetzt auch mal um, der Markus Neugebauer. Und jetzt Enrico Förderer innen durch. Vorbei an Farin Megger. Doch der merkt sofort, oh, der wird weit rausgetragen. Der war innen.
Da hat er Schwung verloren. Da kann ich vielleicht doch noch bei der Einfahrt zu Start und Ziel was reißen. Ich brauche ja nur nach innen gehen. Bleibt aber erstmal in seinem Windschatten drin. Und der Raphael Balzer verliert den Anschluss. Während Nikita Gänze sich zu diesen vier bemüht und sogar auch vorbeigeht an Neugebauer und sich den 14. Platz jetzt erstmal wieder sichert. Neugebauer damit Fünfter und Raphael Balzer auf Platz 6 mit Anschlussproblemen. Wieder das Dreiergestirn auf der Gerade. Enrico Förderer auf Platz 2 als Verfolger von Moritz Schmeiß. Doch der Moritz Schmeiß, ja, den interessiert das alles gar nicht. Der fährt hier einfach seine Runden weg. Und damit hat sich's für ihn. Denn dort hinten, die halten sich doch gegenseitig auf. Da kann keiner Ideallinie fahren, da kann keiner eigentlich seinen Stiefel runterfahren. Da muss jeder aufpassen, was der andere macht. Und das ist natürlich der Punkt, wo man langsamer wird. Und man sieht es jetzt auch, 6 Sekunden der Vorsprung von Moritz Schmeiß in der vorletzten Runde dieses dritten Wertungslaufes. Ja, und Enrico Förderer verteidigt seinen 2. Platz gegen Farin Megger, aber Nikita Gänze ist dran. Da ist auch Markus Neugebauer dran. Raphael Balzer könnte da ebenfalls noch ein Wörtchen mitreden. Und dann haben wir auch den Finn Grube in dieser Gruppe noch dabei, die sich jetzt für die letzten 2 Runden gebildet hat. Gänze holt aus gegenüber Farin Megger, aber Megger geht nochmal vor ihm in die Kurve rein. Der Fahrer aus Haltern am See. Und die letzte Runde beginnt. Und diese Gruppe, die wollen wir jetzt gar nicht weiter aus den Augen verlieren. Enrico Förderer hat ein paar Meter zwischen sich und Megger bringen können. Nikita Gänze versucht es innen durch, geht innen durch. Auf Platz 3 jetzt für Nikita Gänze, Farin Megger damit zurückgefallen auf Platz 4. Und der Markus Neugebauer, der schaut sich das alles jetzt noch in Ruhe an. Aber der Gegenangriff kommt von Farin Megger. Der wird abgewehrt noch einmal von Nikita Gänze. Und das ist natürlich jetzt der Vorteil für Enrico Förderer. Der kann den 2. Platz verteidigen dadurch, dass hinter ihm 2 am Fighten sind, sich um ihn gar nicht mehr so kümmern. Jetzt hat aber Nikita Gänze aufgegeben. Nee, hat noch nicht aufgegeben, sich vorne um den Enrico Förderer zu kümmern. Moritz Schmeiß wiederholt seinen Triple-Erfolg von Wackersdorf. Auch hier in Genk kommt wiederum als Sieger ins Ziel. Und schauen Sie mal an, Enrico Förderer, wie der sich freut. Platz 2, nachdem er als 11. in dieses Rennen gegangen ist und sich hier nach vorne gekämpft hat. Und dann ist auch Nikita Gänze da und gratuliert dem Enrico Förderer zu dieser Fahrt. Auch Raphael Balzer gratuliert hier nochmal zu diesem Erfolg. Nikita Gänze, dann 3. Farin Megger, 4. Markus Neugebauer wird 5. Raphael Balzer wird als 6. über der Ziellinie abgewunken. Finn Grube als 7. Platz 8 dann für Jonas Ungnader. Mats Oberhof kommt als 9. an Platz 10 für Maurice Bechtel. Der 11. Platz geht dann an Daniel Pauls. Valentin Kluss als 12. Platz 13 für Alessio Ladan. 14. wird Fabrice Weber und Austin Lee holt sich Platz 15. Ja, hier nochmal das Ergebnis im Gesamten.